Wir gehen zur Knochenband Space. Essen. Ja, scheiße, ich habe kein Essen mehr. Ich hab kein Essen mehr. Ah. Scheiße. Ja gut, komm. Diese zwei Foods reichen noch. Wir wollen ja nur kurz ein bisschen Weichgewebe holen und dann soll ich ein Portal mitnehmen? Huch, was liegt denn hier? Ach ja, na klar, ich habe ja das Brett weggemacht. Ich sollte eigentlich ein Portal mitnehmen, ne? Ja, mache ich auch. Ich nehme Reiseportal mit. Das reiße ich dann auch später wieder ab, bevor wir weiterreisen. Aber das muss jetzt erstmal sein, weil auch wenn wir Weichgewebe gefunden haben, ne? Dann müssen wir den ganzen Loot ja erstmal wegbringen. So. Was war das denn für ein Geräusch? So ein Plätschergeräusch. Ach, ich. Gut. So, hier sind die alten Mistlands, aber wie ich gesehen habe, hier ist die Grenze. Das heißt, hier sind vielleicht neue. Schauen wir mal nach. Stimmt, hier könnten wir theoretisch auch wieder Hasen jagen, aber ich bin ganz ehrlich, wozu? Brauchen wir ja nicht. Hasenfleisch, das war mal gut. So, ich hau mir mal sämtliches Food rein. Ja, Karnickels, ihr habt vor mir nichts zu befürchten. Ich würde euch Türen machen, aber können wir leider noch nicht. Da sind Bäume. Nee, doch nicht. Das ist Yggdrasil. Da sind aber Felsen. Ja, da sind Bäume. Sehr gut. Das heißt, da beginnen die Aschenlande. Ne? Das ist, wie das früher aussah. Das kennt ihr ja noch. Also wer mein Let's Play verfolgt, kennt das hier auf jeden Fall. Aber ich gehe mal nach dort, wo die Mistlands sind. Wo auch Weichgewebe spawnt. Was ist das denn? Ach so, Glanz. Gut. Oh, wie schön es hier ist, ne? Ohne diesen ganzen Nebel. Oh, ich habe meine Schwade gar nicht mitgenommen. Und ich bin nicht gut ausgeruht? Warum nicht? Moment mal. Das geht nicht. Also beides geht nicht. Entschuldigung. Aber stimmt. Wir sind natürlich nicht gut ausgeruht, weil wir gerade die Asquin-Jagd hatten, ne? Natürlich. Und was fehlte noch? Ach ja, die Schwade. Die ist hier. Dann kann ich den Gürtel wegpacken. Also eigentlich würde ich den Gürtel natürlich lieber mit mir schleppen, aber geht ja nicht. Warum auch immer nicht. Wahrscheinlich trägt man die Schwade auch genau da, wo man Gürtel trägt. So um die Hüfte rum. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, gute Nacht. Guten Morgen und dann gehen wir direkt in unser Reiseportal und los geht's. Oh, gleich wieder Leggedy-Leg. Safety-Safe. Schnell, bevor... Oh, okay, ich dachte, das macht er, während ich im Portal bin, aber ich war nicht schnell genug. So, Portal weg. Und das Ding weg. Energieschild. Und let's go. So, und da sehe ich auch schon den Nebel. Den unangenehmen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter rein hier, ne? Da ist schon mal eine Wurzel. Hervorragend. Das heißt, hier beginnen die Sachen zu spawnen. Also jetzt die Augen aufhalten, vor allem nach Schädeln. Aber ich bin ganz ehrlich, auch wenn dort Zwerge sind, würde ich da vielleicht den ein oder anderen Troll draufschmeißen. Oh Mann. Es tut mir leid, aber die haben so viel Weichgewebe. Da brauche ich das gerade. Oh Mann, ist das hier dunkel. Kann es mal bitte morgens werden? Also Tag werden? Ich glaube, es ist zu früh morgens, deswegen... Oh, hier ist das Biom vorbei. Oh nö. Ah, hier aber nicht. Gut. Das heißt, hier mal alles abklappern. Und hier sieht man schon diese Felsen. Da könnten auch, ne, immer jeweils Schädel sein. Mann, Diggas! So, Ruhe. Ah, eine Schurkin. Bist du hier alleine? Oh Mann. Ich möchte sie gar nicht umbringen. Was denn, wenn ich so mache?
Wow, oh, ups. Okay, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Mann, es tut mir so leid. Wow. Und tschüss. Okay, Alter, die Sucher sind ja mittlerweile lächerlich. Oh, da war ein Gyal. Glaube ich. Ja. So, ja, die Sucher sind mittlerweile recht easy. Gut, ich bin hier besonders gründlich, ne? Ihr seht hier diese Steine. Und jeder dieser Steine könnte auch stattdessen ein Schädel sein. Deswegen will ich hier schön den Boden gründlich absuchen, damit wir nichts übersehen. So, hier mal lang. Hier ist diese Wurzel, die wir schon gesehen hatten. Dann hier nochmal rum. Hier hört der Nebel auf. Gut. Hier hoch. Ah, gut. Hier sind wir außerhalb des jeweiligen... Oh, das sieht ja voll geil aus. So hier so Ruhe und hier so... Dann so die Pflanzen und so. Das hat schon irgendwie was. Schick, schick. Aber wir sind auf der Suche nach Schädeln. Hier ist nix. Da auch nicht. Gut. Dann mal hier rüber gejumpt. Hier drauf nichts. Auch nichts. So, sliden. Am Biomrand entlang. Ich versuche immer rüber zu jumpen, ohne nass zu werden. Sehr gut. Da ist Sumpf. Das sieht man an diesen komischen Wolken. Da ist ein Glibberbaum. Gut. Ja, aber so viel ist hier gar nicht, ne? Kann das sein? Hm. Wie auch immer. Oh, da ist wohl ein Zwerg. Wo auch immer die gerade kämpfen. Ein Zwerg kämpft gerade gegen einen hässlichen. Wow! Nicht nass werden. Hier ist aber auch nichts. Verdammt. Ja, und so weit oben sind die Schädel nie, ne? Ich glaube, die spawnen immer auf dem Boden. Alter, was ist das für ein übelster Glibberbaum? Sieht ja auch geil aus. Okay, warte mal. Den muss ich kurz eintragen. So. Dann hierauf. Aber ich merke schon, ne, hier oben zu suchen bringt gar nicht so viel. Ich muss wieder nach unten. In den Nebel hinein. Sonst übersehe ich die. Dann denke ich mir, ja, hier waren wir ja schon. Dabei sind wir die ganze Zeit einfach nur über sie rüber geflogen. Also vorsichtig nach unten. Und Augen nach Schädel offen gehalten. Nix. Nein! Oh, shit, hier ist Wasser. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt sind wir nass. Verdammt. Na gut. Dann hier runter. Da sehe ich Gras. Und eine Wurzel. Mhm. Gehen wir mal rüber. Nischt. Nee. Da sehe ich eine Base, glaube ich. Oh, es fängt an zu regnen. Das ist sowieso egal, dass wir nass geworden sind. So, hier hoch. Ah, das ist wieder so eine... So ein Kai. Ich bin ganz ehrlich. Den will ich abfarmen. Weil da sind auch Kisten. Und in solchen... Hä? Ach, es regnet gar nicht. Ich glaube, wir waren gerade kurz im Sumpf. Hm, wie komme ich denn hier rüber... Ohne nass zu werden. Geht das überhaupt? Alter, ist das hier für ein Riesensee, verdammt. Ja, weil ich will schon gerne meine Ausdauerregeneration behalten. Ich versuch's einfach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ganz knapp nicht. Naja, was soll's. Ein Vieh, ne? War da, glaube ich, gerade.
Ja. Oh, ein Soldat mit Stern. Da hole ich mir mal Support. Oh, der kommt hier hoch. Shit. Ich hau schon ab. Und ich glaube, ich gehe mal zu dem Händler Kai. Wo war der denn? So, rüber hier. Wo war denn der Kai? Hier müssen doch irgendwo die Lichter sein, die blauen. Wow! Wow! Alter! Hab ich mich verjagt, okay. So. Wo bist du? Ich sehe sein Live nicht, warum auch immer. Ich jump hier mal hoch. Wo bist du? Na, wo bist du? Scheiße, ich sehe ihn nicht. Ist er abgehauen? Weil er gebrannt hat, vielleicht? Hä? Alter, da kommt er einfach mal aus dem Nebel. Dreis! Okay, ich hab mich schon gewundert. So, ausgewichen. Sehr gut. Schaut mal hier so am Ufer lang. Da ist er. So, Frost. Und noch ein Feuerball. Und auf Wiedersehen. Da ist ein Zwerg gewesen, oder? Nee, doch nicht. Das blaue Leuchten. Ich dachte, das war ein Zwerg, aber das waren die Pilze. Der lebt doch noch, oder? Wo bist du? Wow, da ist er. Energieschild. Und tschüss. So, den Gallenbeutel hätte ich gern. Da liegt er. Nicht, dass wir ihn bräuchten, aber einfach, weil er selten ist. So, und wo war denn hier jetzt der Zwergenspot? So. Und durch dich mache ich auch nochmal platt. So. Ich weiß es nicht mehr genau. Warte mal, ich starte mal hier so rüber. Da ist er doch. Oh Mann, es tut mir so leid. Obwohl, warte mal, das ist keine gute Idee, ne? Ich sollte lieber die nehmen. Ja. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich habe keine andere Wahl. So, ich glaube, die sollten da aufräumen. Wie feige! Was ist das schon? Ach so, nee, da kommt da. Scheiße, das Weichgewebe schwimmt nicht oben. Oder? Warte mal. Da ist es. Oh, Gott sei Dank, ich konnte es aufsammeln. Aber ich komme jetzt nicht hoch, ne? Doch, da ist Stein. Oh, oh. Ja, ist ja gut. Ich dachte, du wärst tot. Nein, nicht schon wieder ins Wasser. Scheiße. Na komm, hoch da. Und wo ist der Zwerg? Ach so. Zutritt verwehrt. Komm ich hier rüber? Wo bist du? Ist er gestorben? Hä?
Keine Ahnung. Aber hier liegt auf jeden Fall Weichgewebe und... Oh! Wow, was geht denn hier ab? Huch! Oh oh. Der Feuermager ist hinter mir her. Schnell, ich habe kein Energieschild. Huch. So. Bin ich so dreist, dass sie zaubern können. Ah, da war der Frostmagier, der lebt auch noch. Hm, ich gehe mal hier so rüber. Wow, 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 hey, 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 ganz ruhig, Jungs. Boah, wie sie da die ganze Zeit schwimmen. Vor allem, dass sie auch beim Schwimmen zaubern können, ist so gemein. Bin ich ehrlich. Hä? Was war das denn? Nein! Was war das denn? Scheiße. Warum auch immer ich gerade in Flammen aufgegangen bin. Verdammt, diese verdammten Zwerge. Aber gut, ich glaube, wir können mittlerweile pennen, oder? Jo, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt runter. Ja, kein Plan. Was machen wir denn jetzt? Weil wir haben jetzt auch gar kein Magiefood mehr, ne? Ich glaube, ich baller mir einfach Ausdauerfood und lauf mein Life. Oder? Wobei, was machen wir dann bei den... Stimmt, was machen wir dann, wenn wir da sind, ne? Ich sollte mir vielleicht auch ein Lebensfood reinballern. Und ich nehme mir mal die... Dingensmetallrüstung. Flammenkern-Dingens. Hör damit. So. Sind wir der übelste Krieger. Und außerdem brauche ich noch eine Waffe. Krom. Ja, Nebelbrecher macht Frostschaden und Geist. Ich glaube, die sind gegen beides. Haben die eine Stärke. Zerstörer ist ein bisschen too much. Chitinspeer. Welche Klinge nehme ich denn? Eigentlich eine der neueren, ne? Ich nehme mal hier Nidhogg. Hör damit. Und vielleicht auch nochmal einen dicken Schild. Da nehme ich mal den hier. Hör damit. Und natürlich einen Federumhang. Alter, ey, draußen ist gerade jemand am Essen machen. Und es riecht so übel lecker nach gebratenen Zwiebeln. Ich kriege gerade richtig Hunger. Also wenn mein Magen knurrt so nebenbei. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Gut, Knochenwand-Space war's, ne? Gut, so sei es. Und ich würde sagen, die Reise dahin spule ich vor, ne? Das müsst ihr jetzt ja nicht mit angucken. Also, bis gleich. So. Und da sind wir, aber ich habe richtig Angst. Ich soll mich allerdings auch beeilen, damit die Sachen nicht despawnen. Und ich... Ja, ich muss da jetzt einfach hin. Schnell. Und hoffen, dass sie mich nicht erwischen. Also, let's go. Ey, der ist ja full life. Er hat nicht ein Life verloren. Das gibt's doch nicht. Du siehst mich nicht. So, sehr gut. Er schießt auf mich, aber trifft nicht. Aua! Oh, shit. Ausdauer. Schnell, 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 schnell. Und weg. Hui! So. Und der soll mal herkommen. Dann mache ich den platt. Ich camp hier mal. Warte mal. Obwohl. Ja, was mache ich? Der soll mal hierher kommen. Kommt der hier hoch überhaupt? Er versucht's, ne? Ja, da kommt eine Welle. Ja! Nein, hier lang! Hier rein! Was für ein Vollidiot, Alter. Jetzt komm hierher, Mann. Ich will dich platt machen.
Ich nehme mal kurz 10 Holz raus und den Hammer. Und baue hier eine Workbench hin. Ach ja, Wächterstein, na klar. So. Komm hier rauf, bitte. Hierher. Ja! Tschüss! So, mal mit deinem Loot. Vor allem das Weichgewebe, ja, das schwimmt da unten, ne? Komm ich da dran? Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was liegt da? Keine Ahnung. Das Gold ist mir egal. Also, wenn wir eins haben, dann mehr als genug davon, ne? Ich nehme mal hier die Sachen raus und baue mir schon mal ein Portal. Ach ja, na klar. Das mit dem Wächterstein müssen wir erstmal machen. Na los, geh kaputt. Hätte ich meine Axt nehmen sollen, wa? Oh. So. Den hier können wir vielleicht auch nochmal. So. Sehr gut. Alter, wie viel Life hat das Ding denn? Okay, einen Hit noch. So. Hervorragend. Und liegt hier noch irgendwo Weichgewebe rum? Nee, ne? Ich sammle tatsächlich einfach mal alles auf, was hier so rumfliegt, um nichts zu übersehen. Das da ist alles nur Erz oder so ein Zeugs. Da ist ein Vieh gestorben, das ist mir egal. Mich interessiert nur das Weichgewebe. Ja. Gut. Ja, das ist Kupferschrott, das da unten liegt, ne? Diese Dinger da. Ich kann da mal kurz gucken, aber mitnehmen würde ich es nicht. Ja, nee. Kupferschrott kann da schön liegen bleiben. So. Dann können wir jetzt das Ding bauen und das Portal. Und dann bringen wir schon mal ein bisschen Stuff weg. So. Das hier mitnehmen. Und was sich stacken lässt. So. Das sind ja Sachen, die wir gleich brauchen, um weiterzureisen. Ja. Warte mal. Das. Ich nehme trotzdem so viel mit, wie es geht. So. Gut. So. Perfekt. Dann laufen wir runter und schmeißen schon mal den ganzen Loot weg. Ja, 11 Weichgewebe. Wow. Das hat sich ja voll gelohnt, was wir da gemacht haben. Oh Mann. So, die Sachen können auch weg. Kupfer, das. Oh. So. Sehr gut. Dann können wir die Sachen, die ich gerade trage, reparieren. Das tue ich auch. Und zwar hier. Halt. So. Ja. Das war richtig. Und dann hier nochmal. Gut. Dann bringe ich die Sachen wieder an. Dort, wo sie hingehören. Und hole natürlich unsere Magiesachen zurück. Aber zuerst einmal Nidhogg kommt hier oben ran. Gar nicht schlecht, das Schwert, ne? Hat gut aufgeräumt. Muss ich ehrlich sagen. So, so und so. Dann 1, 2, 3. Ach ja, genau. Der Federumhang kommt hier rein. So. Und weißt du was? Ich mach das mal so. Dann sortiert sich das immer automatisch hier ein. Und außerdem den hier wollte ich eigentlich noch upgraden erst, ne? Aber warte, den Schild, der kommt hier rein. Hier. So. Sehr gut. Dann ab nach unten und den Stab hier wieder hingeworfen. Zack. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir holen uns unsere Magiesachen zurück. Nichts wie hinter. Halt, Reiseportal war's. So. Und dann nehmen wir das auf. Ziehen uns die Klamotten wieder an. So wie den hier. Und der kommt hier hin. Der kommt da hin. Der kommt. Ja, der bleibt da. Das kommt hier hin. So, 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 so. Und so. Der Hammer auf die 5, so wie immer. Und den Trollstab schön hier in unserem Inventar. Und natürlich den Federumhang anziehen. So. Perfekt. Und das war zwar jetzt keine große Ausbeute. Ich guck nochmal nach, ob hier noch irgendwo Weichgewebe liegt. Ich glaube aber nicht. Und wir haben da auch keine Kisten übersehen, ne? Ich will nur Weichgewebe. Oh, eine Kette. Oh nein! Oh, shit. Habe mich von der Kette ablenken lassen. Aber hier sind keine Kisten, ne? Und Weichgewebe liegt hier unten auch nichts. Gut.
Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Dann holen wir uns noch mal die Kette, wa? Would I say? Und dafür können wir, glaube ich, die... Ich tapp mal hier drauf. Die Axt benutzen. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Wo ist jetzt die Kette? Ist die jetzt hier runtergefallen oder war da gar keine? Ich weiß nicht, ob es immer eine Kette gibt. Ich glaube aber ja. Nö. Nicht. Absolut ja nicht. Na gut. Dann nicht. So. Aber wir haben uns hier auf jeden Fall schon mal ein kleines Camp jetzt vorbereitet, sodass wir nächstes Mal ein bisschen weiterziehen können. Aber ich merke schon, ne? Hier ist direkt ein anderes Biom und hier auch. Hm. Warte mal, was ist denn da hinten? Da sieht man nichts, ne? Ja, das sieht aus, als wäre da nur Ozean ist. Ja, shit. Warte mal. Da. Da, die Silhouette. Seht ihr das? Da? Wenn ich so gucke. Sieht das doch. Ja, das sind Mistland-Bäume. Da. Oder ist das wieder die Yggdrasil-Wurzel? Wir sollten vielleicht wiederkommen, wenn es nicht so neblig ist. Da. Geht's auch noch weiter. Vielleicht hier lang. Keine Ahnung. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Denn diesmal, ne, wir sind schon bei 3 Stunden. 4. Und, ja. Deswegen würde ich sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Dann gehe ich nach unten und sammle den ganzen Loot auf. So viel einzusortieren ist ja Gott sei Dank nicht. Stein. Holz. So. Dann haben wir hier noch Augen. Ein Auge. Kann ich hier irgendwie... Was wächst dort denn? Ja, hier Marmor. So. Sehr gut. Dann können wir nämlich alles in einer Fuhre machen. Wir haben 2 Yggdrasil-Holz gefunden. Gold. Natürlich. Dann haben wir hier die Sachen, die kommen alle hier hin. Das kommt gleich nach unten. Haben wir hier Feuer. Metallteile. Chitin. Augen. Dann hier Edelholz, da. Weichgewebe, 11 Stück. Zack. Wow. Dann Monsterorgane hier. Monsterfleisch hier. Und das war's, ne? Ja, dann halt noch die Barren. Ich glaube tatsächlich, ich werde trotzdem... Warte mal, da nehme ich mal einen vollen Stack. Und da mache ich tatsächlich die... Einen lasse ich hier drin. Einfach nur zum Einsortieren. Schnell einsortieren. Und dann nach unten. Und nochmal aufgefüllt. Barren weg. Herz weg. Ja, ne, jetzt wo ich das hier gerade sehe, hätte ich doch eigentlich das Kupferzeugs mitnehmen können. So viel zu dem Thema. Gut. Rein damit. Und vor allem rein damit. So viel wie geht. So. Zugemacht. Und die sind fertig. So. Noch mehr Met. Perfekt. Heilmet vor allem. Brauchen wir gar nicht mehr so dringend. Aber gut. So. Oh, warte mal. Eigentlich reicht es, wenn wir hier nur eine Reihe haben, ne? Keine Ahnung. So. Ausdauer. So. Davon habe ich außerdem viel zu viele. Mache ich mal so. Aber jetzt habe ich gerade Lebensmet in Auftrag gegeben, glaube ich. Hm. Naja, gut. Magie hier rein. Und das war's, ne? Theoretisch können wir nochmal alles reparieren. Ohne den Stab aufzuheben. Kriegen wir das? Nein! Gut. So, und den Stab wieder hin. Und was fehlt noch? Die Axt und der Hammer. Das mache ich auch nochmal eben. Axt. Hammer! So. Perfekt. Und dann sind wir soweit durch. Und ich würde sagen, die Sachen, die wir jetzt gerade im Inventar haben, behalte ich mal. Auch die Schwade. Weil dann können wir nächstes Mal nämlich weiter Weichgewebe suchen. Müssen wir ja. Ich habe übel keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Ich will Festungen suchen. Ich will Edelsteine finden. Oh. Ich will diese mysteriösen Orte finden. Ich habe so viel anderes vor. Und jetzt müssen wir erstmal wieder Weichgewebe sammeln. Aber gut, bleibt nicht aus. So ist das in diesem Spiel nun mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein.
Es war wieder eine Mordsgaudi und wir haben tatsächlich auch ein paar Erfolge zu verbuchen, auch wenn wir einmal gestorben sind. Zweimal? Zweimal gestorben sind? Ich habe den Überblick verloren. Ich glaube zweimal, ne? Ja. Aber was soll's. Es war trotzdem Hammer. Und bitte liked das Video. Schreibt gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und abonniert diesen Kanal. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.